Auf einer internationalen Konferenz in Paris soll heute ein Soforthilfspaket für die Ukraine vereinbart werden. An dem Treffen nehmen rund 70 Staaten, internationale Organisationen und Vertreter der Europäischen Union teil. Konkret wird über eine unmittelbare Winterhilfe für die Ukraine beraten. Die Infrastruktur soll wieder aufgebaut und aufrechterhalten werden. Besondere Priorität haben die Strom- und Wärmeversorgung. Zur Koordination soll es außerdem zukünftig eine Plattform geben, die den Bedarf der Ukraine gezielt mit Hilfsangeboten aus den Unterstützerländern zusammenführt.